Hey, meine Freunde, willkommen an der Ivy Lane. Hier ist der erste FSV Mainz 05 zu Hause, den wir heute mit 0 Punkten zu Hause lassen wollen. Wir sind Platz 1 mit 60 zu 12 Toren. Also wir Schalke und Hamburg haben genau gleich viele Gegentore kassiert. Aber wir haben halt auch schon bisher jedes Spiel gewonnen. Das ist halt dieser große Unterschied. Wir sind die Mannschaft mit 60 Toren, fast doppelt so viel wie Dortmund und Wolfsburg. Das ist schon ziemlich heftig. Dafür ist auch unter anderem er verantwortlich da. Ganz oben Lewandowski, der auch heute wieder in der Startelf steht und seine Tore machen soll. Und das werden wir dann sehen, ob das auch so funktioniert. Ich hoffe doch. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das klappt. Und Philipp Lahm, er wird ja die Karriere vielleicht nach dieser Saison beenden. Man weiß es nicht. Aber er hat gemeint, er erwägt eben aufzuhören. Das wäre dann schon ziemlich bitter. Aber ich glaube, das muss man dann halt so hinnehmen. Ich glaube, sobald er die Karriere beendet, werden wir auch auf Dreierkette wechseln. Und schon die erste Eckballmöglichkeit für Mainz. Die ist auch nicht schlecht. Jetzt muss halt auch mal was Gescheites bei rumkommen. Und das kam nicht. Jetzt gibt es die Kontermöglichkeit. Toni Kroos ist nicht der schnellste Spieler auf dem Planeten, aber immerhin einer, der einen guten Ball reinbringen kann. Dieser wurde aber leider abgefälscht und dafür gibt es jetzt Eckball. In der zweiten Reihe, da wartet Douglas Costa, aber da ist Jairo dazwischen. Boateng, Arjen Robben. Oh, die Flanke ist nicht schlecht, aber hackt dazwischen und nochmal ein Eckball. Toni Kroos in der zweiten Reihe. Toni Kroos! Schade. Schweinsteiger kommt nicht am Balogun vorbei. Na, das wird noch eine gelbe Karte geben für Philipp Lahm. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Das war schon ein ziemlich hartes Einsteigen von ihm. So, und jetzt startet hier Douglas Costa. Costa. Keine Anspielstation, dann ist der Ball nicht im Tor. Klasse Parade, jetzt kriegt Lahm seine Karte. Das geht auch in Ordnung. Douglas Costa. Alaba, Douglas Costa. Abgefälscht. Das war stark gemacht von Toni Kroos. Direkt den Konter unterbrochen. So, und jetzt? Also wir haben noch Probleme mit dem Durchkommen. Wir haben nicht wirklich viele Chancen. Funktioniert noch nicht so ganz. Boah, und das ist eine gelbe Karte. So unnötig, so ein Foul. Und das ist völlig verdient. Müller. Müller, hau das Ding rein. Nein. Mann, irgendwie kam der Ball da doch noch zu Müller. Aber der schiebt ihn nicht rein.
Oh, Brosinski, stark gemacht. Kroos kommt wieder über die rechte Seite. Thomas Müller. Eckball. Toni Kroos, jetzt, das ist seine Möglichkeit. Mit dem schwachen linken Fuß und da der Nachschuss von Schweinsteiger, aber wieder der Torwart zur Stelle. Mann! Boateng. Robben. Müller, wieder abgefälscht. Jetzt aber. Robben. Robben, wieder abgefälscht. Meine Fresse, die stehen da hinten wie ein Bollwerk. So, jetzt aber, komm. Letzte Möglichkeit vor der Pause, Thomas Müller. Thomas Müller! Noch ein Eckball. Robben hat Platz! Und wieder der Torwart. Und das war es mit der ersten Halbzeit. Das war nix. Das war nix, da muss irgendeine Änderung vorne rein. Lewandowski total untergetaucht, wie ich finde. Der kam irgendwie zu gar nichts. Deswegen kommt jetzt Gomez da rein. Dann noch ein bisschen Bewegung auf die Außen mit Martial. Und Castelletto kriegt das Vertrauen. Und ich hoffe, er wird sich dafür bedanken. Vielleicht in Form eines Tores. Auch wenn das nicht sein Hauptaufgabengebiet ist, Tore zu schießen. Aber er ist halt einfach einer, der das auch durchaus kann. Aber Gomez wird einfach nochmal für diese unglaublich gute Leistung im DFB-Pokal belohnt. Bei dem Viererpack, den er da erzielt hat. Oje. Oh je, oh Gott sei Dank haben wir mal eine neue. Gott sei Dank. So, jetzt aber. Castelletto, Martial. Mann! Castelletto, Mann. Chancen ohne Ende, aber sie wollen einfach nicht ins Tor. Aber das ist halt oft so. Wenn da mal das erste Tor gefallen ist, dann kommt doch ganz schnell das zweite und das dritte. Aber bis mal das erste Tor gefallen ist, jemine. Abseits. Ach komm. Die Suche nach einer Lücke. Kroos trifft den Ball einfach nicht. Oh, Robben. Stark gemacht. Oh, Elfmeter. Robben kann man halt oft nur per Foul stoppen. Und da trifft Balogun den Ball eben nicht, sondern nur den Robben. Und dann ist es ein ganz klarer Elfmeter. Ich denke, den lassen wir auch von Robben schießen.
Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Unglaublich. Unglaublich. Schmeißen wir jetzt eben alles nach vorne die letzten 20 Minuten. Mein Gott, ich will unbedingt diesen Sieg, der ist so hoch verdient. Von Mainz kommt gar nichts. Null. Hannover wird unser nächstes Opfer werden. Da soll es auf jeden Fall eine klarere Nummer werden. Jetzt mal Lahm treibt die Mannschaft nach vorne. Och, komm schon. Schweinsteiger stark. So, jetzt aber. Och, komm. Ey, die mauern einfach nur da hinten. Das ist so zum Kotzen. Robben. Robben. Geht vorbei. Mann! Jetzt aber. Nee. Selz. Heute nicht zu bezwingen, so wie es aussieht. Nicht mal so ein Lucky Punch, nix. Gar nix. So, komm her, du Spast. Gott im Himmel. Gott! Oh, ich dachte gerade, ey, das wäre ja die. Das war ja das. Das ist. Nee. Also, das wäre es ja gewesen, ey. Super Ball. Ach, fick dich doch einfach. So, jetzt ein letzter Angriff. Oh mein Gott. Das war's. 0-0 gegen Mainz. Tschüss.